ersten 6 Monate, nachdem ich aufgewacht bin und nicht mehr laufen konnte, habe ich kaum ein Auge zugemacht. Körper kaputt, Leben kaputt. Und ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ich kann das nicht hinnehmen. Es muss einen Weg geben, wieder laufen zu können. Sie können also die Emotionen ändern, um die Chemie zu beeinflussen, sprich Psychotherapie. Oder aber Sie ändern die Botenstoffe direkt im Gehirn. Ulrike, kann ich kurz sprechen? Na klar, das ist viel effektiver und schneller. Das ist neurologische Traumaforschung. Mhm. Sie meinen also, Therapie ist überbewertet? Es geht um deinen Forschungsauftrag. Nein. Tut mir leid, der Wagner hat gesagt, du hast dich verrannt. Aber das ist doch Quatsch. Das Gremium hat festgestellt, dass du von falschen Voraussetzungen ausgehst. Nein, ich muss doch nur noch das Epinephrin B... Ulrike! Du hast ein Trauma. Du brauchst Psychotherapie und keine Genexperimente. Das entscheidest nicht du. Du bringst dich damit um! Na und? So machst du auch keinen Sinn. Oder könntest dich in Krüppel verlieben. Ich habe Ihnen geraten, deinen Antrag abzulehnen. Was? Soll ich dir dabei zusehen, wie du dich ruinierst? Da bist du mir viel zu wichtig. Ulrike! In den Wochen seit meines Selbstversuchs spüre ich, wie mein Körper an Kraft gewinnt. Erst konnte ich im Rollator gehen, mit kleinen Schritten und ganz langsam. Dann die ersten Schritte draußen. Mir läuft der Schweiß. Oft trainiere ich bis zur totalen Erschöpfung. Ich gebe nicht auf.